Da schicken die Afrikaner erst ihre Flüchtlinge und dann noch den Staub hinterher. Das ist doch ganz schlimm, was da passiert. Und damit herzlich willkommen beim neuen Brennpunkt. Jetzt werden wir ja sehen, ob Content-ID anspringt. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja, wir sind nämlich jetzt im Business der KI-Leader. Wie hast du das jetzt aufgenommen? Ich habe das jetzt aufgenommen. Oh Mann! Sie haben mir in die Stimmbänder gefilmt. Das ist illegal. Das ist Straftat. Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Ja. Tino ist krank, wie ihr hört. Der klingt ganz komisch. Der Ach, klingt ja, komm drauf. Inzwischen ist es echt einfach nur noch ein Mem. Ja. Was hat der Mann? Er fühlt sich wie Corona. Oh, er fühlt nein. sich wie Corona. Wie zu der Zeit, als er Corona hatte. Mhm. Ich kann jetzt schon mal announcen, dass ich ordentlich krank bin. Richtig ekliger Schnupfen schon wieder. Fühlt sich an wie Corona damals. Ich hoffe, das ist es nicht. Ich kann nur empfehlen, Leute da draußen, sauft mal einen Ingwertee mit Limette, esst mal einen Brokkoli, das stärkt das Immunsystem, weil dieses krank ist für mich ein Unbekanntes. Ja. Also für mich auch weitestgehend. Ich esse nicht so viel Brokkoli, aber ich denke, Tino isst Brokkoli. Ja, jetzt, aber Brokkoli ist ja jetzt bald, aber es ist keine News. Ist bald. Brokkoli ist bald? Montag ist Brokkoli. Oder Dienstag? Nee, alles ist Dienstag, haben wir uns drauf geeinigt. Alles ist Dienstag. Alles ist Dienstag, ab Dienstag ist Brokkoli. Ich verstehe das nicht. Brokkoli ist ab Dienstag. Okay. Gut. Schön ein Nein-Bubatzen. Ach, das Brokkoli! Ach, oh, Jesse, danke. Ich wette, ich war der Einzige, der gerade so dumm war. Die Zuhörer, die sind so klug. Ja. Die sind nämlich schon da. Hallo, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ich hatte kürzlich das Problem. Sag mal. Ja, das interessiert auch keinen. Ich hatte kürzlich das Problem, dass ich davon gesprochen habe, wie geil ich Brokkoli finde. Hm. Und alle so, Und klar, alle dachten, ich meine. Reinharzen. Ich mein Reinharzen. Hm. Was das Problem ist, jetzt ist, also dank dieser CDU-Alten, die irgendwie inkompetent war, diese Drogenalte da, ja. ist es jetzt natürlich ein Synonym. Die Sache ist, jetzt heißt Kiffe Brokkoli, aber wie sagt man jetzt zu Brokkoli, wenn nicht Brokkoli? Bäumchen. Bäumchen. Hm. Ich esse ein bisschen Bäumchen. Das kannst du auch, das klingt auch wie Kiffen. Ich esse jetzt ein ja, Bäumchen. Ja, es klingt alles wie Kiffen in den Gehirnen von Kiffern. Ey, lass mal shoppen gehen. Oh, yo, Diggi, auf jeden Fall. Willst du Sex mit mir? Ich sehe schon, ich mache jetzt wieder so ein Prinzip-Anti-Ding, weil jetzt wird das legal. Und das habe ich ja bei Tino ganz oft, dass ich so richtig den Impuls habe, ich muss jetzt Tino widersprechen, einfach ja, nur, um es interessanter zu machen. Das ist ja gut in so einem bilateralen Podcast, ja. wo man sich nicht halt gegenseitig... Ich meine, ihr seid die letzten Kreiswichser, also im Endeffekt einigt ihr euch immer auf... Menschenrechte. Menschenrechte zum Beispiel, Völkerrecht. Ja. Langweilig. Ja. Frauenrechte auch. Mhm. Mhm. Naja. Frauenrechte ist jetzt gut in Thailand, dürfen jetzt alle heiraten, wie sie wollen und sind komplett gleichberechtigt. Spitze. Ja. Also Frauen auch. Obwohl. Ach so, das ja. ist wirklich cool. Ja, das, ich weiß nicht, da hört der Spaß auf. Wenn Frauen heiraten dürfen, das ist ja. scheiße. Was hast du gesagt? Ab 16 ist es MILF? Alles über 16 ist MILF, ja. Weil das sind ja dann keine Frauen. Das ist ja in der Kirche ist das ja erlaubt. Nee, wo sind die... In jeder Religion ist das ja so. Komm, hier, ich kann dir nicht mehr folgen. Nimm meine 12-jährige Tochter, dafür ist unsere Familie gut gestellt. Dafür gibt's ein Kamel, ja. Das nee, das Kamel hast du jetzt ja reingeholt. Ja. Dafür gibt's ein Kreuz Schelte, an die Wand. Ja, also ich bin rassistisch, du bist Pedo und ich habe gerade Religion Pädophilie gesagt, unterstellt. Genau, du hast nämlich gerade gesagt, dass du das gut findest, wenn Frauen heiraten dürfen. Nee, nicht? Ja. Nicht? Aber, nein, du Frauen nicht, gut, weil das Frauen, sind ja die erst ab 18. Ganz bitte jemand rauskacken. Damit herzlich willkommen auf der Datenautobahn. Die Datenautobahn, die entgleist komplett, Alter. Da brauchen wir so Windschütze an der Seite, damit die Autos nicht runterfliegen. Ja, unsere Nekrolog ist auf jeden Fall der Brennpunkt, der sich gerade selbst disassembled hat. Wer den jetzt noch hört, ist absolut völlig hinüber. Der ist völlig frauenverachtend, menschenfeind. So ist es. Das ist eine geile Punkband, oder? Frauenverachtend, menschenfeind. Ja. Na dann, Gründe. Ja, doch. Hallo Leute, diese Woche ist viel passiert. Diverses. Also es ist ein Bus. MWD ist passiert diese Woche. Mehrere wilde Dinge. Hm. Und zwar? Ein Bus. Also das mit dem Bus kannst du mir erzählen, weil da bin ich nicht im Thema. Es war Flixbus, oder? Na, ich habe nur eine Meldung gelesen, dass wohl irgendwie so ein Flixbus umgekippt ist. Ciao.
Und wie viele Tote haben wir? 5 Tote? Bei den Flixbox weiß ich nicht. Lass das mal Mittwoch oder so passiert sein. Es sind wirklich 5 gewesen, habe ich auch gehört. Mein Rechercheinstrument gerade drüben zum Aufladen. Aber lass das mal irgendwie Mittwoch passiert sein. Hm. Ist von der Fahrbahn abgekommen und ja, umgekippt. Das ist schlecht. Sind Flixbus die, die mit den übernächtigten Busfahrern, die immer keinen Bock haben und so? So ein Quatsch. Aber das sagt der Volksmund und das Internet hat mir das so gesagt. Einer hat geschrieben, ja, mein Flixbusfahrer wollte neulich auf der Autobahn die Seitentür zumachen und hat so Schlenkerlinien gefahren. Ach so, ich dachte, er wollte wenn. Nee. Warum war die überhaupt offen? Flixbus. Ach so. Das ist da so. Ich habe mich heute gefragt, was kann man eigentlich machen? Bahn? Funzt nicht. BlaBlaCar, mega gruselig. Flixbus haben wir jetzt. Oh. Und privat, also Individualverkehr will man nicht, weil ein Parkhaus irgendwie 50 Euro die Stunde. Fahrrad. Wie kommt man von A nach B, wenn man jetzt quasi durch ganz Deutschland will? Ganz Deutschland, das ist schlecht. Also welche Möglichkeiten? Dann müssen wir fliegen. Man wird, ja, wow, ne? Also egal was man macht, man wird irgendwie umgebracht oder muss Gassi Geld bezahlen. Oh. Ja. Aber wir müssen mal sagen, eigentlich ist das ja eine Leistung vom Flixbus, wenn da so ein Bus umfällt mit irgendwie 80 Leuten drin, dass nur 5 sterben, ist ja eigentlich gut. Naja, weiß ich nicht. Also da wurde sich geschickt abgerollt. Vielleicht waren die anderen irgendwie schon vorher tot. Sind schon, ja. Meinst du, wer 2024 mit dem Flixbus fährt, der muss mental schon tot sein? Ja. Okay. Ja, das ist natürlich sehr schade, aber das wird natürlich komplett überschattet von dem viel größeren, cooleren, spektakulären Unfall, nämlich dass jetzt gestern nochmal ein Bus umgefallen ist. Brücke. Ja. Was war denn da passiert? Du hast vorhin die News rausgeholt, dass irgendwie nochmal ein Bus umgekippt ist, weil der eine Schwächeanfall hatte, der Fahrer. Also es ist die Woche des umkippenden Busses, würde Satoru Iwata sagen. Mhm. Ja, du hast die Story jetzt auch ziemlich gut zusammengefasst. Erzähl doch jetzt mal. Ja, was war da? Irgendwie eine Schulklasse war von ihrem Trip von England, sind die zurückgefahren und... Schulklasse finde ich schon mal gut. Ja. So, ja. Schulklasse ist schon mal richtig Premium. Und der Busfahrer hat halt irgendwie medizinischer Notfall, Schwächeanfall, zack, Bus über Leitplanke umgekippt. Aber mein letzter Stand war irgendwie 21 Verletzte nur. Naja. Also niemand gestorben, soweit ich das weiß. Das sind ja Rookie-Numbers. Also da muss man, wenn man mit dem Flixbus mithalten will, was war das? Das war schon ein Überlandding. Ja. So. Nee, naja, ich meine jetzt der hier, der Schul... Oder die Schulkinder konnten sich halt doch noch... Ich würde sagen, abfangen. Nach England ist auf jeden Fall Überland. Ja. Und unter Wasser. Auch. Lol. Wir lassen kurz Pause, damit ihr fertig werdet mit Lachen am Gerät. Ja. Die gehen jetzt extra zum Gerät hin, um da mal reinzulachen. Schickt uns eure besten Lacher von Brennpunkt. Ja. Ohne Scheiß, macht das. Wir haben hier ein Ausschreiben. Wer über einen Brennpunkt-Witz lacht und das halt richtig herzhaft macht und uns aufnimmt und schickt und die beste Lache gewinnt ein exklusives Brennpunkt-T-Shirt von Robin. Und da steht dann drauf, alles über 16. Ist Brennpunkt. Hallo, Leute. Also, ich wollte eigentlich überleiten zu diesem geilen Boot. Ich wollte erstmal die Anmoderation machen. Damit herzlich willkommen. Weißt du, ich wollte hier überleiten zu dem Boot und dann kommt hier noch ein Boot. Bus. Nee, habt ihr jetzt noch einen dritten Bus oder darf ich jetzt nach Baltimore? Ich weiß nicht, ob noch weitere Busse umgefallen sind, aber kennst du dich noch an ein Video erinnern, wo ich die Endcard in der Mitte hatte? So ein bisschen ist das, wie wenn du nach 10 Minuten immer noch Anmoderation ja, machst. Ja. Hallo Leute, ja. Es ist tatsächlich noch ein Bus umgefallen, gestern in GTA San Andreas. Mhm. Sammy und Ray, da hast du aber ganz schön reingekackt. Ja. Was war da denn los? Ja, erzähle ich gleich, okay. Die Woche wirklich eine 11 von 10. Aber trotzdem geiles Spiel. Also Baltimore, da ist ein Schiff kollidiert mit wo einer Brücke. Wo liegt Baltimore? Naja, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ist Baltimore ein Staat oder eine Stadt? Das ist eine Stadt. In welchem Staat? Halt's Maul. Das sind 51 oder so, das interessiert doch keinen. Aber es gibt auch mehr als 51 Länder und du hast ja trotzdem gemerkt, dass es in den USA war. Das ist ein schlechtes Argument. Na, das weiß man halt. Baltimore, Maryland, na klar. Maryland, in welchem... Der unwichtigste Staat von allen. In welcher Himmelsrichtung liegt das so von USA? Na, mittlich. Echt? Okay. Ja. In der Mitte? Ja. Wirklich? Ja. Na gut. Wirklich. So, und da gab es jetzt eine Brücke aus Metall. Ja. Mit Gab hast du schon den richtigen Kasus, nee, was? Numerus, Tempus. Clausus, Tempus, genau, verwendet. Zum Glück haben wir dich hier, Jesse. Endlich bringt mir mein Studium was. Ja, mit kurz überlegen wäre ich bestimmt auch drauf gekommen. Das sind Sachen, die man mal lernt und nie wieder braucht. Außer also, man macht jeder von euch hat doch sicherlich im Physikunterricht mal die Hausaufgabe gekriegt, bau eine Modellbrücke. Nein. Nein, war wieder nur ich. Okay, ja. In der Waldorfschule. Aber ich habe das dann digital gemacht beim Känguru-Wettbewerb. Das ist cool.
wir hatten die Aufgabe, aus Materialien, die man zu Hause rumliegen hat, eine Brücke zu bauen, die möglichst leicht ist und möglichst viel hält. Mhm. Ja, und dann hat die Lehrerin da irgendwie Gewichte dran gehangen. Und wie, welche Brücke am spätesten zusammengebrochen ist, war dann irgendwie total tolli. Und ich sag mal, meine Brücke ist ungefähr so die wie die jetzt in Baltimore, nämlich hält kein Schiff aus. Mhm. Was war da denn los? Ja, du hast das halt nicht so gut gebaut. Ja, okay. Gut. Was ist noch passiert? Nein, also da ist ein Schiff. Es ist halt die komplette Brücke zusammengebrochen, das ist natürlich spektakulär anzusehen. Ja, aber jetzt müssen wir vorne anfangen, also die Brücke war ursprünglich da. Man will doch nur die spektakulären Bilder. Die war intakt. Die war da und dann nicht mehr. Dann kam ein Schiff mit Containern geladen. Ja, und das hat dann Brumm-Brumm gemacht mit 33 Knoten. Das wollte lenken, hat es aber nicht ganz... Mit dem Lenkrad war plötzlich nicht da, war nur noch... Und da ist dann eine Schraube ausgefallen. Ja. Und dadurch hat es den Radius falsch, eine Schiffsschraube. Das hat diese Geschichte von diesem... Ihr erzählt die Geschichte super, man versteht alles. Dann hat sich eine Schraube gelöst und also. Dann ist der Radius falsch und dann ist das Schiff in diesen Pfeiler reingekracht. Ja, wir kennen doch noch die Evergreen, die hat sich ja quergestellt und nicht mehr bewegt, hier war es das Gegenteil. Hm. Es hat sich nicht quergestellt und hat sich zu viel bewegt. Evergiven übrigens, die Evergreen ist der auch Auftraggeber egal. Sozusagen. Ja. Ich bin da, in dem Thema warst du richtig deep drin, ich nicht so. Ja, leider nicht. Ich habe ja schon erzählt, dass das in der Woche fiel, wo ich mich von News ferngehalten habe, diese Evergreen-Geschichte. Aber hinterher traurig. War doch das dein Gag. Ja, der ist cool. Ja. Ja, das war's dann auch mit dem Ding. Die Brücke ist jetzt eingestürzt und die Leute sagen, oh, unsere ganze Infrastruktur ist so schlecht, aber... Was ist passiert? Auf der Brücke waren weitere Autos mit Leuten drin. Ja, das stimmt natürlich, aber da kein Flixbus dabei war, gab es auch keine Toten. Diese Autos sind dann... Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es gibt... Vermisste. Ja, das ist ja... Und es gibt so Nahaufnahmen von Autos unter Wasser. Ja, aber dann nur weil die Autos unter Wasser sind, heißt ja nicht, dass die Menschen da mit unter Wasser sind. Ja, wenn die vermisst sind. Ja. Meinst du, es waren alles Väter, die Kippen holen wollten? Die tauchen oder? Noch. Six people presumed dead. Ach so, ja, sag ich das doch. Das heißt ja noch gar nichts. Ah, du willst damit sagen, dass mit Daniel Kübelböck auch noch möglich? Die tauchen wieder auf. Literally. Meinst du? Keine Vielleicht Ahnung. Tauchen die zusammen mit Daniel Kübelböck auf. Vielleicht haben die den gefunden und brauchen deswegen. Kann einfach nur fickend lang die Luft anhalten. Ja. Da freue ich mich drauf. Okay. Dann macht Daniel Kübelböck endlich ein Comeback. Mhm. Gut. The man presumed dead in the Baltimore Bridge Collapse. Ja, gut. Also macht der Daniel Kübelböck ein Comeback, wenn er dann wieder auftaucht. Ja. Ja. Soll ich da jetzt, ist da ein Wortspiel versteckt oder nee. Soll ich da irgendwie drauf eingehen? Ja. Wow. Der singt dann Heartbeat, Heartbeat. Und dann kauft er Solarplatten. Wenn er jetzt weitergeschalten hat, kann er mal auf Instagram gehen. Ja. Denn da wird ein weiteres Comeback vermutet. Ach so. Das wird natürlich vermutet und verrunkelt und so weiter. Aber also ich habe... Es wurde mir halt direkt von Leuten geschickt, wie zum Beispiel Außenreporter Wachsel. Aber ich habe direkt gesagt, irgendwie unsexy. So, was Guck ist mal, passiert? Es geht auch gar nicht so ab hier, wie es aussieht. Jetzt hat er 1 Million. Wer ist denn das? Stefan Raab sehe ich hier. Mhm. Den kennst du ja. Den kenne ich. Ja. Von früher. Der hat hier so ein Video gemacht. Der ist ja jetzt irgendwie 10 Jahre so ein bisschen offline gewesen, obwohl der hat auch da irgendwie mal so ein Stand-up gemacht oder was war das 2015 hier? Hat er aufgehört. Was ist das hier für ein... Das war eine Lanxess-Arena. Da hat er nochmal eine Abschiedsshow mehr oder weniger gemacht, beziehungsweise er hatte nochmal Bock, eine richtig fette Show zu machen, nur für sich. Aber nur drei Aufführungen, die alle ausverkauft waren, dann auch nie wieder. Hm. Ja, und jetzt ist hier so ein Video erschienen, da heißt es, hey, 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 in 3 Tagen, wenn ich... Ich weiß nicht, wen erwähnt er da? Wenn ich 9 Millionen Follower habe, so wie... Irgendeine Tussi, ja. Irgendeine, keine Ahnung. Dann mache ich was. Dann wird der Influencer. Ja, ist ein bisschen hochgegriffen, wie ich finde. Das wird nicht passieren. In 3 Tagen, ihr habt es schon errechnet, ist auch der 1. April. Das ist dann wieder auch so ein Ding. Aber es ist natürlich sehr hochwertig produziert für so einen Gag, sage ich mal. Also was passiert? Man sieht Berge, Elton kommt mit einem Boot angefahren. Sie treffen sich auf einer Insel. Man sieht Raab aber nur von hinten. Wer weiß, ob er das wirklich ist. Und er ist da am Angeln und er sagt, Elton, mach mal wieder was. Das und am Anfang singt er. Dann hört man einen Song, genau, den er da singt. Und er sagt, ich mach doch was, aber man sieht, dass er halt angelt. Und er sagt, ja, mach mal irgendwie eine Show, hab ich schon. Mach mal irgendwie dies, mal hab ich schon, mach mal das, hab ich schon. Und dann sagt er, ja, ich will Influencer werden. Bei 9 Millionen Aufrufen, beziehungsweise bei 9 Millionen Followern war es, ne? Mhm, Follower. Auf Instagram. Das ist halt echt viel. Was nicht erreichbar ist, soweit ich das sehe. Es sei denn, ich habe mal überlegt... Wenn jetzt 100 Leute den Brennpunkt hören und jeder 10.000 Leuten Bescheid sagt... Ich sehe hier gerade was Schlechtes aus Solfang-Perspektive. Da wurde gerade ein Fisch geschlagen oder so.
Ja, das ist richtig. Ein Fisch kaputt gekloppt. Der angelt einen Fisch und dann haut er den kaputt. Da. Bupp. Aber vielleicht war es kein echter. Wer weiß. Naja, also, keine Ahnung. Wenn es ein Gag ist, dann, naja, dann ist es ein Gag. Aber also dieses ekelhafte nach Followern fragen, auch wenn es irgendwie ironisch ist, das finde ich einfach nicht sexy. Also ist es schon bei einer Mille. Er ist jetzt bei 1 Million, aber er hat ja auch bei 300.000 gestartet oder so. Also nochmal, jeder, der jetzt hier zuhört, sagt bitte 10.000 Leuten Bescheid, dass die da mal reinfollowen sollen. Da haben wir mal wieder eine weitere, warte, lass mich kurz überlegen, ja doch, eine weitere Mille. Klar gemacht, für Stefan Raab. Und dann kehrt er zurück. Ja, das wäre für dich auf jeden Fall ein Event. Für mich wäre es so, Also was würde passieren, wenn er wirklich ernsthaft dauerhaft zurückkehren würde, wäre er wahrscheinlich früher oder später ein Schatten seiner selbst, weil das Format Stefan Raab ist auserzählt. Wir sehen es jetzt an Sebastian Puffpaff und TV Total, das zieht einfach nicht mehr, das ist übelst lame. Aber liegt es nicht am Moderator auch, dass es lame ist? Ich habe nicht eine Folge geguckt davon. Ja, nein, also ich habe so Werbung gesehen und fand das richtig kacke. Das Prinzip geht nicht mehr so richtig auf, finde ich, aber es ist sowohl als auch, ne? Also Puff macht das schon gut. Also nicht nur, aber auch, ist teilweise witzig. Ich finde, es funktioniert nicht mehr so gut. Aber Schlag den Raab fand ich schon gut, muss ich sagen. Das war was ich auch wirklich aktiv, also nicht, ne, wie gesagt, ich hatte ja mal da so einen Marathon gemacht. Ich habe das nicht irgendwie mitgefiebert, wenn das live im Fernsehen kam, aber das fand ich schon ganz gut. Und Schlag den Star hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, die Frage ist jetzt auch, ob mehr von dem Gleichen ziehen würde. Und die Frage ist, wenn Stefan sich erfinden würde, nochmal neu für jetzt, ob der da wirklich wieder den richtigen Riecher hätte, wieder was hochzuziehen. Ne? Also der macht dann einfach so einen intellektuellen Buchkurs jetzt. Why not? Also was ich mir wünschen würde, was ich am coolsten finde, ist nicht, dass er wieder komplett so neu auf sein Erbe schrottet, indem er es nochmal probiert und komplett reinscheißt, sondern dass er vielleicht nochmal von sich hören lässt. Dann ist er vielleicht sagt, oh komm hier, ich mache jetzt keine Ahnung. Er wird einen Podcast machen und dann OnlyFans. OnlyFans Podcast? Nee, aber vielleicht sieht man nochmal was von. Das fände ich ganz nice. Da würde ich mich freuen, wenn wir am 1. April vielleicht sehen, wie er mit einer Clownsnase und so roten Geweih Werbung für Schminke macht. Nee, also ich sage, wenn er das erreicht, was nicht passiert, dann, oder ist auch unabhängig davon, wenn er was macht, dann würde ich wirklich am plausibelsten sagen, er macht einen Podcast, wenn er jetzt schon sagt, so Influencer, und holt sich dann halt diese ganzen TV-Größen ran. Weil das ist auch so ein amerikanisches Ding. Diese ganzen Larry Davids machen dann auch, wenn die fertig sind, ihre Podcasts und reden dann halt mit den ganzen anderen Fernsehfressen. Klar. Und da sehe ich den schon eher. Ich würde mir aber am ehesten wünschen, er würde einfach nur eine Sendung machen, wo er 90 Minuten zum Beispiel Tischtennis spielt und jedes Mal, wenn er daneben haut, immer so so macht. Ja. Also wissen Sie, ich schlag den Raab wieder. Ja. Genau. Aber halt nur das. Ich will nur 90 Minuten. Er macht einen Podcast und die Folge 1 wird mit Merkel sein. Das wäre natürlich ein Ding, ne? Ich meine, am Anfang des Jahres hat Raab ja irgendwie eine neue Firma gegründet, also wer ist das weiß. So? Du hast ja die Insights, ich habe richtig die Insights. So irgendwie mit dem ehemaligen Sat1 ProSieben-Chef und Raab haben die jetzt am 1. Januar Raab Entertainment, heißt das, glaube ich, gegründet. Okay. Wer weiß, was da kommt. Ich hoffe Entertainment. Wahrscheinlich wieder floppende Sendung. Ich bin gemein. Staub über Deutschland. Was war da denn los? Noch nichts, denn das ist eine Prognose für morgen, sprich gestern. Also für Samstag war das. Ja, korrekt. Und das habe ich rausgesucht, weil guck mal, wie schön klar der Himmel ist hier über Thüringen, was ihr verlassen werdet an diesem Tag. Und wie ihr einfach schön ins Rote reingeht. Und dann sind wir voll mit Staub. Ja, Sahara-Staub. Und nee, nicht der Sahara-Staub. Ja, weißt du, da schicken die Afrikaner erst ihre Flüchtlinge und dann noch den Staub hinterher. Das ist doch ganz schlimm, was da passiert. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann nehmen sie das Geld und schicken das wieder zurück. Der Staub nimmt uns auch die Frauen weg. Aber da haben wir es mal wieder, ne? Das ist wieder so eine Deutschlandkarte. Ich habe den Eindruck, der Osten bleibt von allem auch verschont. So diese ganzen Flutkatastrophen und bla. Na gut, Brandenburg hat gebrannt letztes Jahr, aber wann ist in Thüringen mal eine wirkliche Katastrophe? Der letzte ist, Höcke, ne? Naja. Die kommt noch, die Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ich dazu eine kleine Anekdote erzählen darf über meinen Prof, den ich kürzlich getroffen habe. Okay. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mit denen drüber gesprochen. Also wir haben in der Bauhaus-Uni so, gegen Studis auch ein bisschen also rückläufig. Ne? Und die Frage ist, wie kriegt man das wieder angekurbelt? Und der meinte, er hat sich hier und da auch mal mit Studenten unterhalten, war mal irgendwie in anderen Bundesländern unterwegs, unter anderem Norddeutschland. Und da kam auch so das Echo. Norddeutschland, mein Lieblingsbundesland. Ich glaube auch an Schulen. Schleswig-Holstein. Ja. Und da war die Reaktion so, ah, cool, Weimar und so. Und die zweite Reaktion war dann so, ah, Thüringen. Und tatsächlich, dass Leute aufgrund von dieser AfD-Geschichte und Höcke und so weiter sich gegen Thüringen bzw. Weimar als Ort des Studierens entscheiden. Mhm.
wo ich mir denke, Alter, also früher war es Pillepalle, ne? Diese ganze Achtung AfD und so wird langsam richtig konkret, wenn man überlegt, dass selbst das so ein Wirtschaftsfaktor wird. Vor allem ist es ja auch wieder so ein, ich sag das immer so gern, weil du dich aufregst, so ein Perpetuum mobile, was sich dann halt endlos selber befeuert. Ja, dein verzwickter Blick. Ich meine nur, je mehr Leute sagen, ich gehe da nicht hin, weil AfD, desto prozentual stärker ist natürlich auch das Gesocht. Es ist ein sich selbstverstärkender Effekt, ja, könnte man sagen. Oder man sagt auch Perpetuum mobile. Ja. Ja. Nee, das ist ja was anderes, aber ich verwende das immer ganz egal. Das ist schade. Ja. Aber und wovon lebt Weimar? Tourismus? Ja. Studenten? Ja. Und wenn Studenten wegbricht, und ich weiß nicht, wie lange noch Touris kommen, wenn hier, wobei... Kann man sich ja die neuen tollen Nazi-Bauten angucken irgendwann, wenn es soweit ist. Ja, doch. Ja, aber ohne Scheiß, das Problem kommt nicht, das Problem ist jetzt schon da. Und das fand ich sehr, sehr interessante Erkenntnis. Vor allem, weil jetzt Weimar wirklich sich nicht so anfühlt, als wäre das hier ein Riesenproblem. Weil das ist ja doch noch eine kulturelle Hochburg im Vergleich zu irgendwelchen Kacknestern, die es halt in Thüringen und Sachsen so gibt. Ja. Und ich finde, da hat Weimar echt eine Chance, sich nach außen zu präsentieren als die Stadt oder der Ort in Thüringen, die halt wirklich dieses Bollwerk gegen rechts halt wirklich auch sind, weißt du? Wenn man jetzt nach außen strahlt, mit Weimar wieder fette Demo gemacht und so und das vielleicht auch anderswo ankommt, das wäre, glaube ich, ein sehr schönes Signal. Aber wer bin ich? Ein dreckiger Wessi. Ja, der gleich voller Staub sein wird. Ach ja. Gewesen sein wird, wenn diese Ausstrahlung ist. Ich werde dir heute mal geschickt haben. Ein Foto von dir so ganz eingestaubt. Wie ich komplett voll mit Sahara-Staub bin. Ja. Was ist denn Sahara-Staub? Sind das kleine Steinchen einfach wahrscheinlich? Sand, das ist wieder nicht? So rotes Gelumpe vermutlich oder okay. So. Ich weiß es nicht. Ich bin dann ganz eingestaubt. Aber da, weißt du, da kommt die hierher und verhüllen unsere Frauen und jetzt schon einfach Little Larry. Mit Staub einfach. Wir werden eingestaubt, ja. Ja, wo wir aber gerade beim AfD-Thema sind, ich habe ja noch dieses Bild hier. Mhm. AfD-Post auf Social Media, Anzeige gegen die Grünen ist übrigens raus, dafür gesorgt haben der Anzeigehauptmeister und unser Europawahlkandidat Alex Jungblut. Lachsmiley. Lachsmiley, ja, das ist halt auch so, ne, so ein richtiges Lachsmiley mit so Freudentränen, da kotze ich direkt, aber ja, die haben halt den Herrn Anzeigenhauptmeister getroffen. Jungblut? Der Jungblut, und die haben Foto zusammen gemacht und bis jetzt ist immer noch nicht ganz klar, ob der wusste, mit wem er Foto macht, aber... Selbst wenn er das wusste, der wird sich nicht so einen krassen Kopf drum gemacht haben. Möglich. Also der Anzeigenhauptmeister ist eine Themenpartei und ich glaube, der ist politisch vielleicht gar nicht mal so krass positioniert. Ich weiß auf jeden Fall, was das Kostüm Nummer 1 dieses Halloween sein wird. Stimmt. Halloween ist ja erst wieder Kostümierung. Oder wie auf Gamescom-Cosplay. Haben wir schon über Gamescom und die teure Preise abgelästert oder war das letzte Woche? Haben wir tatsächlich kurz gemacht, ja. Okay. Aber wir haben die Idee nicht gepitcht. Ja, machen wir auch nicht. Ach so. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Gamescom-Video. Ja. So. Was ist denn das, was mir hier geschickt wurde? Diana zur Löwin. Ist ihr Anxiety Ring in Wahrheit aus China? Okay. Das ist Teil meiner schlechten Vorbereitung, aber ich dachte, das könnte auch witzig sein. Das hat mir Lassie geschickt und meine Brennpunkt. Mhm. Aber vielleicht hat sie auch einen falschen Link geschickt. Was ist passiert? Diese Finanzinfluencerin Diana zur Löwin verkauft ja Schmuck, der gegen Angst helfen soll. Ja. Und jetzt ist natürlich der Vorwurf des Greenwashings da. Und zwar will sie Flinter an die Börse bringen. So, dass halt Deutschland 2030 klimaneutral wird. Moment, jetzt mich, das ergibt alles keinen Sinn. Warte mal. Alter, das ist ein übelst langer Presstext, aber ist natürlich interessant. Ja, da ist ja so eine, die verkauft Schmuck und der ist eigentlich aus China, Ranzschmuck. Die Vollblutkapitalistin Diana zur Löwin. Hä? Was hat denn dieser Ring jetzt mit Flinter und Klimaneutralität zu tun? Ich weiß nicht, ob Flinter nochmal was anderes. Ach doch, Sammelbezeichnung. Für Menschen, das ist schon das. Aber sie will Flinter an die Börse bringen. Nee, Flinter... Nee, ist das ein Gegenstand? Also hier finden wir es gemeinsam heraus. Ihr wisst genauso wenig wie wir, worum es geht. Machen wir nächste Meldung. Ja. Also danke, Lassie. Ich hätte es mir vorher durchlesen sollen. Das ist auf jeden Fall gut. Alter, hier kriegt ihr die Qualität. Boah, ey. Ja, die Trump-Bibel, ne? Da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Ich hab dir ja schon gesagt... Welche Trump-Bibel? Ich habe dir davon schon berichtet, dass ja Trump gerade die Trump-Bibel. Ja, in finanziellen Verzwickungen verzwickt ist und nicht so viel Geld hat. Und ein weiterer Grift von ihm ist zu sagen, ich verkaufe jetzt die Bibel
Aber nicht nur einfach so. Ja, der hat so. Nicht so viel Geld, das ist richtig. Ich kombiniere die Beep. Hast du jetzt Delay? Ja. Hm. Ich habe jetzt mal hier. Jetzt ich habe jetzt hier mal manuelles Delay eingefügt. Ah, okay. Okay, weiter. Also, Trump verkauft jetzt eine Bibel mit dem Grundgesetz drin. Mit der Verfassung der Vereinigten Staaten, in der selbst drinsteht, dass die Separation of Church and State existiert, die jetzt hier symbolisch natürlich nicht mehr passiert, weil das einfach ein Buch jetzt ist. Kostet $60 der Schinken. Mhm. Ich würde sagen, Bibeln werden dir kostenlos hinterhergeworfen und so Verfassungsdinger wahrscheinlich auch. Ich glaube, du kannst hierzulande ein Grundgesetz einfach kriegen. Ja, ja, das kannst du zuschicken lassen, auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das in Amerika ist. Aber wenn du in der Kirche gehst, schenken die dir doch bestimmt auch eine Bibel. Das heißt, du machst jetzt übelst geil. Du nimmst dir Klebestreifen. Ja. Und klebst Bibel an Grundgesetz und verkaufst es für 60 Euro. So ungefähr ist das. Mach das mal. Ja. Dann kannst du dich, eine einzige, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Ja. Kommt nicht bei allen gut an, auf jeden Fall. Weil es auch offensichtlich so ein kleiner Cash-Crap ist. Parallel dazu, das hatte ich hier, das war meine Startseite, das war witzig, zwei Nachrichten übereinander. Trump bekommt eine Gag-Order, also so, dass er bestimmte Dinge nicht mehr sagen kann oder Leute nicht mehr erwähnen, weil er halt vor Gericht die Familie der Richterin angegriffen hat. Mhm. Und weniger als 24 Stunden später ist direkt oben drüber, Donald Trump attacks Judge's daughter less than 24 hours after gag order. Das ist schon auf jeden Fall inhärent erstmal Humor. Man muss aber sagen, sich immer noch über 50% der Amerikaner doch machen wahr. Ja. Es ist doch nicht wahr. Naja, also man muss sagen, das, was er da macht, ist nicht gegen diese gag order, weil da nicht explizit drin stand, dass es gegen die Tochter nicht gehen darf. Das heißt, wenn er sagt, die Tochter, die hat ein Trump-Derangement-Syndrom, dann ist das quasi nicht illegal in dem Moment, aber es ist halt trotzdem wieder so ein Ding, ne? Ja, und das kombiniert mit dieser Bibel, das ist wieder ein kleiner Spaß aus, Wahnsinn, ey. Aus diesen Vereinigten Staaten. Das fliegt doch alles bald einfach nur auseinander. Ja. Naja. Es ist halt auch so ein bisschen diese Persönlichkeit von jemand kommt dir so ganz nah und sagt so, hey, ich berühre dich doch gar nicht. Und schwebt dir aber vorm Gesicht so rum und geht dir auf den Sack. Mhm. Und das ist das wirklich kondensiert. Wenn du dir dann eins auf die Nase gibst und oh! Ja, dann, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja. Genau. Ja. Ja. Dann ging hier ein Foto viral. Die beiden hast du vielleicht mal gesehen, da gibt es so Meme-Clips von. Die haben jetzt geheiratet, beziehungsweise eine davon. Ach nö. Ich rede von Abby Hensel und die hat jetzt ihren Gretel gefunden. Das ist eine von den beiden, frag mich nicht. Das sind siamesische Zwillinge, die den Körperteilen alles separat haben. Obenrum, untenrum nicht. Warte mal, nicht andersrum? Naja, also oben der Kopf und so, und Lunge haben sie, glaube ich, auch getrennt, aber dann wächst es langsam zusammen. Genau. So, und eine von denen hat halt jetzt geheiratet. Was auch schwierig ist. Und das ist natürlich ein schönes Bild, aber da stellt sich natürlich so ein paar Fragen. Wie ist denn das? Es stellt sich wirklich die Frage, wie ist denn das? Also, man denkt natürlich instant an was Intimes, obwohl es halt gemein ist, weil sich viele andere Fragen auch stellen. Also, ein weniger intimer Kommentar, der dazu war, den ich lustig fand. Stell dir vor, du hast Stress mit deiner Frau und es ist immer ihre Schwester da, um ihr Rückhalt zu geben. Das ist schon auch witzig. Also er hat nur eine von beiden geheiratet. Ja. Das ist einfach nur scheiße. Das ist irgendwie echt ganz komisch, ne? Ja. Aber wenn er nur eine geheiratet hat und die andere nicht, dann liegt es auf jeden Fall nicht am Körper. Mhm. Stimmt. Aber wie bringt man das so Menschen bei? Ey, ich habe mich für den anderen Kopf entschieden. Also, wie macht man das? Ich weiß es nicht. Vor allem hat dann die eine... Hey, wie lernt man sich da kennen? Also Tinder. Mhm. Erster, warum? Also, denk mal, geil. Man kann doch bei Tinder so auch die Bilder durchswipen. Jetzt stell dir mal vor, die hätte ein Foto von sich. Mhm. Und wenn du so rüberswipest, kommt aber die zweite Hälfte von dem Foto, wo die Schwester dann ist. Das wäre halt geil. Das wäre richtig gut. Also, ja. Ich würd gern alles wissen. Ja. Du sitzt in der Bar und dich hält eine Frau an. Du gehst hin und denkst dir erst so, whoops. Ja. So, und wenn du dann Pokerface aufbehältst, bist du erstmal, bleibst du im Rennen. Mhm. Aber willst du eigentlich im Rennen bleiben? Ja, warum nicht? Das ist ja interessant, sag ich mal. Das ist ja, man will ja auch nicht jemanden heiraten, nur weil er interessant ist, mit jemandem zusammen zu sein, der zwei Köpfe hat. Das klingt jetzt so hart.
Aber wenn ich jemanden interessant finde, weil der einen psychischen Schaden hat, ist das ja auch nicht gemein, oder? Du magst, also es geht um den Charakter bei dir. Ja. Das ist wichtig. Ach so, du meinst, ja, okay, hier geht, ja, gut. Also. Das bringt auf jeden Fall eine interessante Dynamik mit sich. Das ist doch, das kann man doch nicht. Also, die ja nicht heiratet, muss ihn auf jeden Fall auch irgendwo gut finden. Ja. Wenn aber die Stress haben, ne? Also jetzt, wir müssen den Elefanten im Raum mal ansprechen. Wie ist denn das, wenn der mit seiner Frau verkehren will und dann muss aber die Schwester auch absegnen? Oder wird dann da so ein Tuch hingegangen in der Hälfte der Frau, oder? Ja, also wie kann man denn nur eine von beiden heiraten? Das ist der Mist. Ja. Schwierig. Auf jeden Fall alles Glück der Welt euch. Und logisch. Beiden. Aber es stellen sich alle Fragen. Abby Hansel. Aber kennt ihr das? Es gibt da irgendwie so ein Video, wo man... Ich habe das mal gesehen. Ich hab die schon ein paar Mal gesehen. Das war dann irgendwie auch nicht mehr relevant und so. Von ganz früher auf YouTube gab's das. Hm. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch gar nicht so, was das Maymay so da dran war, aber ich kenne halt so einen Ausschnitt. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten hier noch diesen Spaß. Weißt du, wer die hier sind? Das ist die Moskau-Angreifer, ja. Genau. Die wurden aber zurück angegriffen. Die wurden aber sowas von zurück angegriffen, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich glaube, die sind auch noch lange nicht fertig. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, das kommt... Was ist hier zu sehen? Vier Leute, die ein bisschen zerknetet aussehen. Und da stellt sich dann natürlich hinterher immer die Frage, ja, woran hattet ihr Lehen? Nee, das mit der Folter ist halt so ein Ding, ne? Also wenn dir jemand irgendwie sagt, sag mir jetzt, dass du das warst oder ich schneide dir die Eier ab, da wird halt wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich war's. Und deswegen ist Folter halt ein bisschen dumm. Für alle, die es wirklich nicht mitbekommen haben, die Angreifer, die Moskau irgendwie attackiert haben, dieses Stadion, die wurden halt teilweise gefangen genommen und gefoltert von, ja, ist egal, also wurden in Russland gefoltert. Und das ist genau das, ne? Deshalb ist es in Deutschland auch untersagt, dass du Leuten nicht unter Folter irgendeine Scheiße rausdrehen kannst. Wir hatten ja auch vor einigen Jahren den Fall, dass irgendwie Polizei auf den Sack bekommen hat, weil die halt einen Kinderschänder gefoltert haben. Aber es klingt erstmal so, warum so Gerechtigkeit, bla, aber eigentlich, was wäre, wenn sie doch falsch liegen? Ja, das ist ja genau der Punkt, warum Todesstrafe auch dumm ist, weil es halt so und so viel Prozent immer an falschen Beschuldigten gibt. Und dann kannst du das nicht ausschließen. Und jemand, der irgendwie lebenslang im Gefängnis ist, der kann nach 10 Jahren nochmal irgendwie freikommen, weil, wir haben neue Beweise gefunden. Jemand, der tot ist, ist dann halt tot. Das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Man könnte auch sagen, die Zeit, die jemand im Gefängnis hat, ist auch weg. Aber ich verstehe den Punkt. Ja, du kannst deshalb nicht Gefängnis abschaffen. Ja. Gar keinen mehr bestrafen, weil kann ja sein, dass das doch nicht stimmt. Ja. Nein, aber der kann ja dann, das ist ja auch schon vorgekommen, dass der dann Geld kriegt oder so. Als Wiedergutmachung, Schadensersatz. Ja. Das ist natürlich nicht geil, aber es ist besser als... tot sein. Ja. Wobei, wer weiß. Who knows. Die waren alle noch nicht tot. Naja, die wurden auf jeden Fall zerknödelt und die sehen vielleicht auch, also das ist ein Bias, aber die sehen schon auch aus, als hätten die Lust, Russland anzugreifen. Irgendwie, aber vielleicht sieht jeder so aus, als wäre Russland angreifen, nachdem er so zerfoltert wurde. Ja. Gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Zu was jetzt genau? Naja, wie viele das jetzt endlich waren, weil das waren ja das letzte Mal schon irgendwie 100. Ah, die ist jetzt geschlossen. Oh nein. Der Moskauer Konzertsaal, Sarchertje. Ist das der, Alter? Ich wollte eigentlich was anderes. Zahl der Opfer bei Anschlag auf 143, Alter. Das ist schon hart. Ja, also was will Russland damit bewirken? Sie wollen medienwirksam zeigen, dass Leute, die Russland angreifen, halt so enden. Vielleicht hilft's ja, aber die Sache ist, Leute, die sowas machen, ich glaube, die haben nicht Angst davor, geknechtet zu werden. Die meisten bringen sich ja dann irgendwie um, diesen Anschlag machen. Das ist ja auch ein bisschen seltsam, dass sie überhaupt gefasst haben. Ne? Jeder Amokläufer bringt sich irgendwie um. Da stellt sich die Frage, sind die das überhaupt? Ne? Wann war Russland? Sitzen wir mal ehrlich. Schwierig. Da wurden vielleicht irgendwelche Leute... vom Öbel gesagt, hier, wie haben sie? Ne, kann genauso gut sein, das ist absolut nicht ausgeschlossen. Was ausgeschlossen ist, ist, dass Drank's Dogma jetzt noch eine schlechte Performance hat. Denn gerade heute, gegen morgen, also am Freitag, gab es einen neuen Patch. Geil, und jetzt sind die Gamerschaft die kann ausatmen. Was kostet der? Gar nichts. Ah, okay. Assi. Auf PC, aber auch auf PlayStation. Auf PlayStation ist neu, dass du zum Beispiel das Raytracing ausmachen kannst und das Verschwimmen, wobei ich das eigentlich gut finde, wenn es an ist.
weil... Also Motion Blur oder was? Für meine Augen, oh, ich krieg grad... Was meinst du? Oh, krass, ich war gerade ganz kurz in so einem Déjà-vu-Ding wieder drin, wo ich mich so schlecht fühle, so dieses Depersonalisieren. Das ist gerade schlechter wenn ich Zeitpunkt. Jetzt, wenn ich jetzt wollte, könnte ich mich da wieder reindenken. Mach. Kann das sein, dass wir schon mal hier so saßen und... Wir haben schon einen Brennpunkt aufgenommen. Brennpunkt aufgenommen, so auch zu dritt? Ja. Nein, das ist noch nie passiert. Ich glaube, das war aber tagsüber und warm. Boah, das hatte ich jetzt länger nicht. Oh, da kriege ich es jetzt wieder direkt in der Brust. Da war es so schlimm. Boah, nee, oh. Puh. Oh, das hatte ich lange nicht. Endlich mal wieder. Das ist ganz komisch. Oh. Sollen wir nochmal kurz stabile Seitenlage durchgehen, oder? Nee, Alter, das war, da war halt die Sonne reingeschienen und so und da saßen wir auch hier und du saßt, glaube ich, auch so da. Ich sitze gerne so da. Aber haben wir da aufgenommen oder so? Ich glaube nicht, dass das mal ein Brennpunkt war. Also das ist ja so ein Phänomen, was ich habe. Ist auch gerade ganz komisch zu sprechen, weil ich mich, das halt so in mir wieder. Schön, dass ihr live dabei seid. Also es hat angefangen, als ich mal, ich glaube, in der Badewanne gegessen habe. Und dann bin ich aus der Wanne raus und dann war mir so ein bisschen schwindelig und ich habe mich im Spiegel nicht erkannt. Ich sah im Spiegel ganz komisch aus und bin ich zu Franz gegangen und habe gefragt, sehe ich irgendwie anders aus? Und er so, nee. Und das war so ein ekliges Gefühl. Und ich glaube, dass ich mich in dieses Gefühl immer wieder reindenke. Mal Probe aufs Exempel. Du spiegelt sich doch hier drin. Ja, nee, das ist nicht, das hatte ich seitdem dieses Nicht-Erkennen, hatte ich seitdem nie wieder. Na gut. Aber ich hatte das dann jedes Mal, wenn ich ein Déjà-vu kriege, triggert das wieder dieses Gefühl. Und dann, also als es das erste, die ersten zwei, drei Mal war, da bin ich auf allen Vieren zum Balkon an die frische Luft gekrochen, weil das so widerlich war. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das bewusst mache, wenn ich merke, ah, okay, da ist wieder diese Déjà-vu-Erinnerung, dass ich mich da so reindenke. Und dann ist es wieder da. Mhm. Aber es war jetzt nicht ansatzweise so hart, wie es schon mal war. Ganz komisch. Und also man kann Rage Racing mit diesem Blur ausschalten. Ja. Ja, diesen Blur. Also was ist das für ein Blur? Motion Blur oder Background Foreground Blur? Nein, man kennt das ja, wenn man sich so umguckt, dass dann der Hintergrund so ein bisschen verschwimmt. Motion Blur ist das ja. Motion Blur, okay. Ich finde es aber, glaube ich, angenehmer, wenn das an ist. Brauchst du ein Wasser? Nein, alles gut. Wirklich? Ja. Klang nicht so. Das ist jetzt unangenehm. Ich kenne das doch. Ich war nur erstaunt, ich hatte das jetzt bestimmt ein Jahr nicht. Okay. Setz dich bitte anders hin. Ich bin das. Ich hatte einfach nur ein Déjà-vu und das hat das wieder getriggert. Okay, Entschuldigung. Ich hatte ein Déjà-vu und hat dabei an ruckelige Grafik gedacht. Mhm. Und dann hat das so, vielleicht ist das mit den Augen verbunden, sodass du bestimmte Signale empfangen musst, aber ich habe ja nur dran gedacht. Ich hatte das ganz oft, also was heißt ganz oft, ich hatte das bestimmt jetzt 8 Mal oder so, würde ich sagen, nicht ganz 10 Mal. Und ich hatte das 3 Mal, als ich irgendwas bei Sony Vegas geschnitten habe. Okay. Und das ist dann halt so, du siehst halt dieses Bild, was sich so einbrennt, weil du das stundenlang siehst. Und dann ist das so, dann denkst du da wieder rein, ah, das ist ja wie damals. Hm. So. Und dann siehst du aber dich selber so ein bisschen, ich will nicht sagen aus Vogelperspektive, aber du hinterfragst deinen Automatismus, den du im Alltag hast. Das ist ganz komisch, weil du machst ja ganz viele Dinge, ohne drüber nachzudenken. Also das ist richtig, du denkst, nervig. Genau, du denkst drüber nach, was du machst so, aber du denkst nicht drüber nach, dass du gerade was... Ist ganz komisch so. Ja. Halt Automatismus. Und das ist dann so, das holt dich dann so widerlich raus und das ist dieses, was in der Brust so ein Stechen macht. Ja. Und diese so, Performance-Optimierungen ja. machen dafür, dass auf PC jetzt auch auf 60 FPS läuft. Bei vielen ist das so, ja. Die haben, glaube ich, jetzt auch so gemacht, dass in den Städten weniger Leute rumlaufen. Und das hilft halt dabei. Die haben das begrenzt, dass jetzt in der Stadt keine 100 Leute mehr spawnen, sondern nur noch 50, was weiß ich. Das ist natürlich nur so eine Heftpflasterlösung, finde ich, aber es hilft. Und ja, ich habe dann mal angemacht, das kannst du jetzt auch machen, feste 30 Frames. Und ich dachte, es läuft die ganze Zeit mit 30 Frames. 30 Frames. Fest heißt es, dass das nach oben hin gekappt oder nach unten hin gekappt? Nee, fest ist, es versucht immer auf 30 zu bleiben glatt. Weil das Problem ist ja, wenn das variabel ist, dann kann das mehr sein. Aber es kann, also du siehst es mehr, wenn es von 50 auf 30 runterdroppt, als wenn es einmal bei 30 konstant ist. Aber ich fand 30 dann richtig anstrengend. Mhm. Muss ja dafür sprechen, dass es die ganze Zeit viel höher war. Ja. Dadurch hast du dann ein Tejavel bekommen. Was habe ich gemacht? Den Tejavel bekommen. Den Tejavel, ja. Kommt mit in die wilde von Tejavel. Gut. Sollen wir kurz Pause machen? Nee, alles gut. Dein Gesicht sieht anders aus. Assi.
Mein Gesicht sieht okay aus. Okay. Ja, und deswegen spricht jetzt ja nichts mehr dagegen, sich das Spiel mal anzugucken, aber keine Kaufempfehlung, macht was ihr wollt, erwartet kein Elden Ring. Keine Kaufempfehlung? Naja, das kann man keinem sagen, das ist halt ein Spiel, das kriegt's kein zweites Mal, aber das ist halt, das wird nicht für jeden sein. Doch, Dragon's Dogma 1. Ja, ist richtig. Aber ich hoffe so sehr, dass das ein Genre begründet, weil ich sehe auch hier wieder, dass 1000 Sachen eigentlich nur so halbgar sind, aber die sind trotzdem geil, du kannst halt mit jedem Charakter so eine Beziehung aufbauen, aber damit wird nicht wirklich was gemacht. So. Du kannst denen Geschenke machen und dann. Aber du hast nicht wirklich Dialoge mit denen. Also, das ist alles so charmant, ranzig, aber da hinter jedem Konzept steht das beste Spiel der Welt irgendwie. Aber es ist halt alles immer nur so, die Idee ist da, aber wir machen nichts weiter damit. Und meinst du, dass die Ressourcen fehlen für dieses Game und dass es nur nicht in die Tiefe gebaut wurde? Ich hoffe, dass halt dieses Genre irgendwie einfach mal jetzt mehr ausgebaut wird. Was ist es denn, was es so besonders macht? Das mit den Beziehungen alleine? Nee, gar nicht. Das ist eigentlich ein winzig kleiner Teil. Es nimmt dich halt nicht so an die Hand und ich kann es nicht, weiß ich nicht. Also quasi Dark Souls Mania. Nein, es ist halt, wenn man das mit Dark Souls vergleicht, ist es halt auch wieder kacke. Ich mag halt auch diese Dark Souls Welten nicht so, weil das so, die sind mir zu kryptisch, zu, weiß ich nicht, das ist halt keine Welt, wo wirklich Leute irgendwie leben oder okay. So. Das gefällt mir ja. Dann nicht so. Das ist halt einfach nur, ja, hier ist eine schwarze Festung, da ist ein schwarzer Tümpel, have fun, so. Aber hier ist es ja wirklich eine Welt einfach. Keine Ahnung. Doch, das war im Wesentlichen der Plot ja. Von Dark Souls. Ja. Ja. Da ist eine schwarze Burg, da ist ein schwarzer Tümpel. Hey, fun. Ja, so ist es doch, aber so ist es hier nicht. Und die Inszenierung ist halt ja auch eigentlich völlig crap so. Aber es ist halt alles geil irgendwie. Das wirft dich halt da rein. Das ist der Hauptgrund. Also erstens, das Kampfsystem ist mega geil. Du hast 10 verschiedene Klassen, jeder spielt sich komplett anders und es ist alles geil. Mhm. Und die Erkundung ist halt geil. Du hast richtig Bock, in jede kleine Ecke reinzugucken. So, und das sind die wichtigsten Sachen. Und da weil du auch was alles findest. Ja, auf jeden Fall, ja. Und weil es auch interessant designt ist und weißt du, hier ist mal eine Quelle, da ist mal ein kleines Häuschen auf dem Berg und so. Ja, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Aber ich wollte das jetzt auch gar nicht so lang machen. Es ist schön, dass es einen Patch gibt. Wenn ihr gezögert habt wegen Performance, ist das jetzt vielleicht ein Grund, doch mal reinzuschauen. Twitch ändert die Richtlinien wieder. Okay. Das finde ich ganz interessant. Ich hatte es scheinbar hier nicht reingepostet, weil ich finde es hier gerade nicht. Muss ich kurz mal schauen. Das ist ganz witzig, weil es eigentlich wieder quasi rückgängig macht. Okay, was passiert? Naja, Twitch ist ja ein bisschen laissez-faire geworden in den letzten Monaten, was so nackte Haut angeht. Und jetzt wurde wieder zurückgerudert. Starting on Friday, March 29th, also heute. Nee, das war dann Freitag. Vor 2 Tagen. Content that focuses on intimate Body parts for a prolonged period of time will not be allowed. Mhm. Also, wenn da jetzt die... Das ist ja wieder sehr konkret. Was ist ein prolonged period? Ja, genau, das ist halt wieder das Ding, was ich auch wieder witzig finde, natürlich das auszukosten, aber andererseits finde ich es wieder nicht so geil, weil das machen diese ganzen Titty-Streamer sowieso. Hahaha. Mhm. Ha, ha. Guck mal, hier ist meine Wagugu. Ah, nur 2 Sekunden. Kannst du aber den Puller kurz 2 Sekunden reinhalten. Ja. Aber du hast es mit Wagugu gemacht, also ist es der gleiche Gag, nur umgedreht. Ja, schade. Und jetzt halt wieder 2 Sekunden raus, dann wieder 2 Sekunden rein und das ist dann okay. Ich weiß es nicht, aber das ist ein Heckmeck, würde ich mal sagen. Ein Tohuwabohu. Ja. Das seinesgleichen so. Was ist auf Twitch eigentlich okay? Weiß Mach doch einfach gleich eine Pornoseite draus und dann gibt es kein Problem mehr. Ein ab 18 Teil wäre ja gar nicht so schlecht, oder? Also, wo man dann wirklich. Ich sehe nur halt, sehe die Werbepartner so, was? Das hat ja den Ruf, dass es ein ab 18 Teil hat. Nee, nee. Aber es gibt da auch Werbung auf irgendwelchen Porno-Websites, oder? Ja, für andere Porno-Websites. Ja, gut. Da müssen wir uns langsam mal irgendwie als Gesellschaft weiterentwickeln. Finde ich auch. Ich möchte jetzt auch auf Porno-Seiten darüber informiert werden, dass das keine Wasserflasche ist. Ja. Erb. Sondern ganz ein toll. Überteuertes, in Duft getunktes Plastikringchen. Geil. Nee, aber ich habe da eine Idee. Wir nennen Twitch einfach um in X. Oder in Bitch. In Bitch, ja. Und das ist dann quasi da. Nee, X gibt's schon. Wir müssen es umnennen in X ehemals Twitch. Ja, XXX. Ja, das wäre doch was. Also, mal gucken. Wir können eigentlich alle Webseiten umnennen. X ehemals YouTube, X ehemals Facebook, alles. Wäre ein Move. Ja. Du hattest. Können wir uns umnennen in X ehemals Nostarafu? X ehemals Brennpunkt Internet. Ja. Da wäre ich grün mit. Machen wir.
Okay. Du hast gesagt, du bist einer Meinung mit Ron DeSantis, dem Governor von Florida, weil es sein Ziel ist, die Social-Media-Nutzung für Kinder bis 14 Jahre zu verbieten und 15, 16 brauchen die Erlaubnis der Eltern. Mhm. Habe ich das neues gesagt? Gesetz in Florida. Vielleicht habe ich nicht instant gesagt, das ist scheiße. Das kann sein. Ja. Aber ich müsste noch weiter drüber nachdenken, weil ich habe noch nicht alle Konsequenzen mir durch den Kopf gehen lassen. Aber erstmal klingt es gut, weil Social Media ist einfach nur noch Krätze und Fake News. Also echte Fake News, Fehlinformationskampagnen. Ja. Und ob man das auch wirklich minderjährig loslassen sollte, ist die Frage. Aber du hast natürlich den Punkt, das hat der Staat nicht zu entscheiden. Ja. Also ich verstehe schon, dass die Eltern da scheitern, aber es ist halt trotzdem Aufgabe der Eltern. Hm. Und eigentlich, wenn der Staat das macht, sagen die Eltern ja noch eher, jetzt brauche ich mich nicht kümmern, oder? Ja, also siehe USK. Ja, in anderen Belangen so. Naja, also... Ich brauche nicht gucken, mal, was ein Kind spielt, da ist USK drauf. Ja, keine Ahnung. Ne? Was? Hast du als Kind schlimme Sachen gespielt? Ja, GTA. Nie würde ich. GTA. Das ist doch hier nicht erlaubt und so. Oh. Nein, meine Eltern haben sich ganz darum gekümmert, dass ich sowas nicht spiele und die haben auch bestimmt nicht zugeguckt dabei. Was hast du gespielt? Bestimmt kein GTA. GTA, geil. GTA 3, 4. Nee, San Andreas. Also ich erzähle das ja ein paar Mal, aber ich habe wirklich als GTA 3 frisch rauskam, das war 2001, da war ich 10. Mhm. Da habe ich die Playstation auf Englisch gestellt, weil ich wusste, dass dann die Köpfe von den Omas abfallen, genau, wenn ich darauf schieße. So, und das ist natürlich keine verallgemeinerbare Regel, aber ich habe nicht das Gefühl, als hätte mir das einen großen Schaden zugefügt. Korrekt. Ich bin bei Gewalt vielleicht etwas abgestumpft, aber auch nur bei fiktiver Gewalt, weil wenn ich irgendwie in echt Sachen sehe, da bin ich trotzdem so, oh shit. Mhm. Ja, kann ich auch gar nicht. Ich komplett nicht schön. Ja. Aber ich habe auch damals immer gerne bei meinem Cousin zugeguckt, wenn er bei GTA, hast du nicht gesehen, irgendwelchen Leuten die Köpfe abgeschossen hat. Ja. Wenn dann irgendwie Eltern reinkamen und gesagt, was soll das, du bist da bescheuert, habe ich auch nicht hundertprozentig verstanden, weil es war halt ulkig, es war ein Spiel und ja. Es gab damals auch irgendwie auf irgendeinem Sender, vielleicht sagt sie was, wenn ich sie beschreibe, so Wrestler aus Knete, die ja, sich so... Celebrity Deathmatch. Ich weiß es nicht mehr. Die sich gegenseitig auf die schlimmsten Verletzungen zu... Dass er aus dem Kopf zusammen, bis er geplatzt ist und so. Ja. Und das fand ich auch immer irgendwie... Das war witzig. Lustig. Also, na, nicht zu tot machen, aber halt so amüsant. So, ja. Was für eine bescheuerte Sache. Ja. South Park, glaube ich, ganz früh auch nicht gucken, hier, wo sich Kenny irgendwie angezündet hat und so ein Zeug. Ne? Das war auch ganz schlimm, kannst nicht gucken und so. Wir sagen schlimme Sachen, wie kannst du mir den Sack lutschen? Ja, das ja, was hat aus mir gemacht? Die drei Beispiele sind schon auch sehr weit von Realismus entfernt, also in der Darstellung. Also South Park. Ja. Aber witzigerweise war South Park mir als Kind zu viel. Das war mir zu viel. Das ging mir zu weit. Also ich fand schon cool, dass bei Flint Hammerhead Scheiße gesagt wurde. Da fand ich mich schon richtig cool, als ich das als Kind geguckt habe. Aber ich überlege mir halt, wenn jetzt zum Beispiel so ein 10-Jähriger heute Red Dead Redemption spielt und da jemanden so ein Loch in den Kopf schießt, das hat vielleicht doch mehr Auswirkungen, weiß ich nicht. Mm. Aber ich glaube, unterm Strich gehe ich auch mit, dass wahrscheinlich Social Media eher einen negativen Effekt hat als gewaltvolle Videospiele. Weil dass es in Social Media einfach super schnell mal passiert, dass irgendwie so eine Hinrichtung Scheiße da irgendwie doch landet. Ne? Das auch, ja. Das ist, habe ich leider auch schon, also da stolpert man manchmal drüber, obwohl man es nicht will. Hm. Hinrichtung. Logisch, in irgendeiner Facebook-Timeline. So. Upsi, irgendeinem Status oder hier Story. So passiert das nämlich eigentlich in Mexiko, diese ganzen Kartelle, die stolpern da immer nur einfach rein. Ach. Ja. Willst du mir jetzt vorwerfen, ich hätte danach aktiv gesucht? Nein, gar nicht. Gut. Ich meine, wäre nicht schlimm, es wäre einfach inkorrekt. Also ich habe mir da, weiß ich nicht, als ich 20 war oder so, habe ich schon alles mir mal angeguckt, was es so gibt. Echt? No. Ich nicht. Nee. Muss ja auch nicht, aber das ist halt so ein typisches Grenzen ausloten. Aber ja, Social Media. Also ich finde es auch nicht gut, dass es ein generelles Verbot da gibt, aber wen interessiert schon Florida? Und weil GTA 6 kommt, nur die Gerüchte werden immer lauter, dass es erst 20.26 Uhr erst kommt. Nein, da muss ich noch so lange warten. Ja, da gab es nämlich wieder regen Twitter-Diskurs zwischen Jason Schreier und dann noch so einen X ehemals Twitter-Diskurs. GTA 6. Da wird angeblich wieder hart reingecrunched und es ist mehr Workload, als man denken konnte und bla bla bla. Jason Schreier ist halt so eine Internet-News-Koryphäe, weißt du, dem werden immer die Eier geknödelt, weil der immer Bescheid weiß. Aber so richtig confirmed ist das noch nicht, auch nicht von Rockstar. Aber ich find's wirklich bitter. Ich muss sagen, wie es ist. Wenn es später kommt. Ja. Mirille. Ich freue mich, wenn es kommt, und vorher freue ich mich über andere Dinge.
Andere Frage, wann kommt echt dieses bekloppte Selbstbestimmungsgesetz, wo man sich umnennen kann? Ist das schon? Weiß ich nicht. Ich wäre gerne ex-ehemals Herr Rodes. Ah, witzig. Wolltest du überleiten, nochmal kurz Amerika anreißen, dass sich einer umbenannt hat in Literary Anybody Else und sich zur Wahl stellt? Geil. Sodass man quasi ein Kreuz machen kann bei Trump, Biden oder irgendwer anders. Weil der, also in Amerika ist es relativ leicht, sich umzubenennen. Geht das durch? Das ist schon durch. Das wird so auf dem Wahlzettel stehen. Das wird so auf dem Wahlzettel stehen, ja. Gefällt mir gut. Wird halt wahrscheinlich wieder mal nicht fruchten, weil Drittparteien haben ja eh immer keinen Sinn. Aber ist natürlich ein witziges Maymay. Die Stimme der Nichtwähler ist eh so. Wann kommt das endlich? Ja. Denn laut ihm ist jeder andere eine bessere Wahl als Biden oder Trump. Man möchte sich nicht entscheiden zwischen dem König der Schulden und einem 81-Jährigen. Aber das ist, ich muss sagen, wenn man Trump jetzt das Größte, was man ihm nachsagen kann, dass er der König der Schulden ist, weiß ich nicht, ob das jetzt der größte Kritikpunkt ist. Nicht krasser Front, nee. Und ja, Biden ist halt alt. Wow, okay. Nee, ich finde, das ist nicht das Problem bei Trump. Nee, nee, also Schulden ist erstmal gut, aber anyways, anderes Thema. Ist ein Lehrer. Wie würdest du dich umbenennen in Deutschland? Ich? Damit du gewählt wirst? Darfst jetzt die Idee nicht nehmen, musst eine andere nehmen. X in Klammern hier machen. Okay, ja doch. Ich glaube, das führt zum Erfolg, mach das mal. Ja, das mache ich. Ist nicht bald mal Wahl irgendwie? Na, Thüringen ist ja nur 1.9. Europa ist, glaube ich, sogar im Juni. Ja, gell, ich dachte, das ist früher. Das ist ja schon bald 1. Ja. Juni, es geht Schlag auf Schlag. Ich würde mich über ein Latawar, die Fische... Thüringen freuen. Mach mal. Wenn Tino da nicht krank ist. Wenn Tino da nicht krank ist, weil das wird auf jeden Fall richtig nochmal geil. Also wenn da jetzt nicht noch übelster... Aber meinst du vorher oder hinterher? Ach, mir doch egal. Es wird auf jeden Fall witzig. Na, wir haben das ja auch vorher mal gemacht, haben die Leute auf der Straße gefragt. Das war eigentlich auch ganz cool. Okay. Okay. Mal gucken, was Tino dazu sagt. Was geht man in der Woche? Boah. Feuchten Händedruck. Feuchten Händedruck. Irgendwas zwischen 7 und 8. Ich schon machen. Echt, ja? Ja, also diese Brücke, die irgendwie scheiße gebaut ist. Ja, Brücke, Schmücke. Brücke, Schmücke, Arschkrücke. Staub. Wurdest du früher in der ersten Klasse auch manchmal als Zahnlücke, Arschkrücke bezeichnet? Nee, ich glaube, ich hatte auch nicht so Zahnlücke. Echt nicht? Die sind nie die Zähne ausgefallen? Das ist schlecht. Doch, aber halt strategisch so, dass es... Nee, oder? Zahnlücke, Arschkrücke sagt man auch eher, bei wenn die schief sind und dadurch eine Lücke entsteht. Das habe ich nicht. Nicht einfach, weil ein Zahn fehlt, oder? Also ich kannte Zahnlücke, Arschkrücke, wenn du halt gerade wieder mal Milchzahnvenier hattest. Was nee. In der ersten Klasse noch doch einige Male passiert ist. Okay. Okay. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Früher bei dir gewesen? Nein. Später gewesen? Auch das nicht. Nie rausgefallen, die Milchzähne? Die hat immer noch die Milchzähne. Ach, fress ja noch die Milchzähne. Sie ist noch nicht in der ersten Klasse. Nein, aber ich war immer zu allen nett und alle waren auch immer zu mir nett. Und alle in meinem Umkreis waren noch immer nett zueinander, deswegen... Was ist das für eine komische Inzestschule, ey? Holy fuck. Da lernt man doch Frauenkloster. In der Schule lernt man doch den Ernst des Lebens. Ja. Da lernt man sich einen Panzer anzulegen. Merke ich. Mit diesem Panzer fahren wir jetzt aus dem Brennpunkt raus. Ich würde jetzt übrigens, also ich 6-7 eher als 7-8, muss ich sagen. Dann machen wir doch 7. Naja, 6-5. Hä, hey, wenn du sagst 6-7 ist okay und ich sag 7-8 ist okay, warum sagst du dann 6-5? Also, um dich nochmal runterzuhandeln. Wir haben gar nicht über KI-Songs gesprochen. KI-Songs, okay, wir gehen auf die 7. Wir haben noch 2 Minuten. Wir gehen auf die 7 KI-Songs. Hm. Habe ich entdeckt diese Woche. Danke, ich weiß gar nicht, T10 Mac oder wer es war im Stream, der mir das ursprünglich geschickt hat. Könnte es aber schon einen Ticken länger geben, glaube ich. Ja, gibt es auf jeden Fall seit 3 Wochen, also dieses Programm zumindest. Und es funktioniert unglaublich gut. Es gibt gar keinen Grund mehr, Mr. Trashback zu hören. Boah, der ist mir gerade eingefallen. Nice. Ja, leider war. Ich könnte ja mal seinen Text, das ist sein Leben in der Großstadt, könnte ich ja mal, ne? Nee, du schreibst wirklich einen Prompt, ChatGPT schreibt mir einen Text über Leben in der Großstadt und den träumst du dann in die Song-KI rein. Okay. Kommt genau das raus. Naja, wie dem auch sei, wir haben da schon viel rumexperimentiert. Ich weiß nicht, wie das sich Copyright-mäßig jetzt verhält, aber das dürfte eigentlich, das muss mein Ding sein, ja? Weil ich habe den Text geschrieben. Das ist ja wie jemand verkauft mir eine Gitarre oder leiht mir eine Gitarre, ich mache da drauf ein Lied, dann ist das nicht dem. So. Nun, das geht um das geistige Schaffungseigentum und das hat sich ja der Computer ausgedacht. Ja, aber der Computer kann mich nicht verklagen. Das ist so richtig. So.
Die Frage ist, ob auf Spotify das okay ist mit KI-generierten Song. Kann ich die Gitarre verklagen, wenn du ihr auf ihr einen Song überlegst? Wahrscheinlich. Ich werde bestimmt ein Album machen, weil, also da sind so viele, ich habe jetzt 30 Songs gemacht und 5 davon finde ich richtig stark. Und das wird noch mehr, glaube ich. Sehr geil. Suno.ai oder so heißt es, wenn ihr das auch mal anhören wollt. Verwendet es bitte nicht, wir brauchen die Ressourcen. Das stimmt, ja. Das dauert immer so lange, das rauszurendern. Macht man nicht. Deswegen geben wir der Woche doch eine 7. Okay, danke, Mann. Ja. Bruder, Ehre. Ja. Schwör. Was tun wir an die Playlist? Gar nichts, weil Tino krank ist. Toll. Damit entlassen wir euch wieder auf die Datenautobahn zurück. Fahrt bitte vorsichtig, wascht euch und grüßt Frau und Kind. Ja, jetzt machen die das Geräusch wieder, was du am Anfang von Mario Kart dem Song machst. Jetzt war ja vorher, okay, ja, okay. Ja. Kennst deinen eigenen Song nicht. Ja. Gut, dann wascht euch, Leute. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Guck dich gerne mal wieder an, ne? Tschüss. Meld dich mal. Danke, dass ihr angegangen seid.